Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind immer noch im Graham-Anwesen und haben uns hier beim letzten Mal schon mit dem, glaube ich, mit dem Hauptteil beschäftigt. Aber ich möchte mich hier noch ein bisschen zu umgucken, noch in Ruhe. Jetzt, da wir uns die ganzen Gegner entledigt haben. Und wenn ich noch ein bisschen was mitnehmen, was hier so in der Gegend rumsteht, mal schauen, was wir hier noch so spannend finden. Ich glaube, jetzt wird es aber nicht mehr so spannend sein. Ja, also waren wir beim letzten Mal in Gray Minings Hauptquartier, haben uns die Quest für die Baggerrüstung geholt. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir die mal herstellen können. Die können wir auch eigentlich jetzt einfach mal wegblenden. Das soll man im Hinterkopf behalten, würde ich sagen. Die werden wir so schnell nicht herstellen können. Da wird uns noch Jan viel Spaß, der Titanerz. Und ich möchte hier auch ja nicht mich lange aufhalten. Weil ich ja immer wieder feststelle, hier diese beiden Höhen. Also in diesen beiden Anwesen, ich weiß nicht, was die hier falsch programmiert haben, aber das geht so auf die Performance, das macht keinen Spaß, sich hier umzusehen. Aber gut, wir sind hier auch fast durch. Na, da ist noch eine Tür, da waren wir noch nie drin. Ah, ne, hier mal der Titanschwert, der muss hier direkt hinter der Tür stehen. Ach so, muss man aufschließen. Moment, machen wir das. So, ne, die Richtung. Geht ein bisschen, das ist offen. So, fällt uns hier gleich der Protektor entgegen. So, den mal laufen. So, möchte ich ganz schnell wieder raus. Eine Nuka-Cola Quantum, die nehmen wir mal mit. Kann man ja irgendwie Granaten draus basteln. Das möchte ich ja dann demnächst auch ausprobieren. War nicht zu gekommen. Aber ich hier was anderes zu tun hat. Wenige. Das ist eine Wasserwerkbank. Könnte man ja eigentlich gleich mal machen. Er hat mal alle Granaten verschossen. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit. Das ist das Beste, was wir jetzt machen können, glaube ich. Ja. Wenn wir schon gerade davon reden. So, da ist noch ein Safe. Moment, können wir da öffnen? Ja, den können wir ohne aufmachen. Schauen, dass sie alle so einfache Schlösser haben, dass man da jeden Safe mit einer Haarklammer öffnen kann. Naja, gut. So, hoch offen. Und Kanonenkugel, Schrotpatronen, Breitseite. Ah, da kriegt man es gleich mal an. Und wieder eine Haarbürste drin. Das ist wirklich der absolute Running Gag hier. So, oh. Oh mein Gott, ein tragbares Kanonenrohr. Na, holla, die Waldfee. Das ist ja, das sollte man ja eigentlich schon mal mitnehmen als. Wir haben keine Kanonenkugeln. Doch, eh eine Kanonenkugel hätten wir. Was riecht das Ding? Oh, ich nehme das mit, ich sei nicht das Ding, aber gleich. Also den Spaß gebe ich mir jetzt nicht. Ich habe leider keine Gegner mehr. Außerdem sind wir eh schon überladen. Das finde ich nicht gut. Also, mal ganz kurz steige ich aus der Power Armor aus. So. Auf uns überrascht jetzt hier keiner. Und dann werden wir erstmal den ganzen Schrott hier verwerten. Und den Breitseiter auch gleich weg. Also 16 Pfund, das muss ja nicht sein. Das ist ein bisschen zu heftig. So. Aber ihr seht, dass es so weit gibt. Statt Schwarzpulver haben wir ausprobiert. War unlustig. Ein Stechflügerstachel. Wo kommt der denn her? Den haben wir ja schon ewig wahrscheinlich dabei. Der Vorschlagkammer, den wollte ich gar nicht. Und. Roboter-Rüstungsteil weg, die 44. Ja. Oh, Moment. Die war doch ganz gut. Aber 35, das ist natürlich schade. Nur 5 Schaden mehr. Und müssen sie jetzt hier noch einige Level aufheben. Aber die wiegt nur 5 Pfund. Ich heb die mal auf. Dann haben wir auf jeden Fall, falls dann wir eine zwischenzeitlich bessere finden, haben wir die schon mal. Nee, die bleibt erhalten. Gut, das war doch schon. Ach nee, Moment. Ich wollte noch Granaten machen, meine Güte. Auch echt jemand, der mir hier assistiert und mir sagt, was wir eigentlich machen wollten. So, raus hier wieder. Oh, nochmal. Also, herstellen. Ja, ist leider durch die zwei unterschiedlichen Menüs sind ungünstig. So, Granaten. Nuka-Quantum-Granate, genau. Ach du Schreck, dafür brauchen wir den Skill-Abriss-Experte Rang 4. Noch so viel zu dem Thema. Und Splittergranaten. Können wir mit dem Abrissexperten Rang 1 herstellen? Oho, wo kriegt man welche, in welche Kategorie fällt der denn bitte? Bei den Skills. Das müssen wir uns mal kurz angucken. Können wir denn vielleicht Splittergranaten bereits herstellen? Wo könnten wir hinfallen bei Intelligenz? Schauen wir mal. Ne, da ist nichts in der Richtung. Perception. Ne. Stärke bestimmt nicht. Aber bisher noch nicht gefunden. Da muss ich beim nächsten Mal, beim nächsten Level, definitiv mehr drauf achten. Ja, nee, also in der Richtung haben wir nichts. Gut, also ganz dringend brauchen wir jetzt ein Level ab. Wie weit ist denn das jetzt hier noch? Gucken wir mal ganz kurz.
Status. 27 dafür noch so, mal so 41%, ein Drittel. Vielleicht. Gut, müssen wir noch ein bisschen gedulden. Aber Abrissexperte 1 klingt ganz wichtig, denn Splittergranaten auch will ich nicht verzichten. Gut, wären natürlich die anderen jetzt immer wahrscheinlich besser. So, Plasmagranaten, wir haben ja gesehen, die machen ordentlichen Bums. Auch bei Gegnern, die mit anderen Mitteln nicht so weiterkommen. Hier steht noch eine Chembox, da kriegen wir auch kurz drin. Ich glaube, da waren wir schon mal. Und den nehmen wir hier wieder raus. So, dann wartet die Sache hier mit dem Anwesen von Graham. Und ab ins Erdgeschoss. So. Ja, vorhin sind wir wieder unten. Hat angefangen zu regnen. Ich bitte dir mal, dass man in Gebäuden auch auf dem Power Armor Visier hier die Regentropfen sieht. Ah, das war schon in Fallout 4 auch schon so. Hat sich nichts geändert. Gut, fertig. Firmenhauptsitz entdeckt, Anwesen entdeckt. Gut, so, nächste Ding da drüben. So, muss dann da sein. Wo sind wir? Da. Mal hier noch. Ja, eine Luftfilteranlage oder was? Keine Ahnung. Steht nur dran. Gut. Mal hier durch den Busch. Hat ja schon die Mauer für uns auf der Seite weggerissen. Mal ein bisschen beeilen. Dass hier nicht einregnen. So, mal gucken, was wir da haben. Ist ja keine Idee, was jetzt sein könnte. Sieht jedenfalls interessant aus. Vielleicht ein Aussichtspunkt? Wer weiß. Nochmal so ähnlich wie Top of the World. Aber scheint hier nicht so. Scheint hier nicht so beliebt gewesen zu sein. Hier stehen nur LKWs rum. Ein unfertiges Anwesen. Ah, verstehe. Er wollte sich da Lernarbeit hinbauen. Für die Kinder von Hornwright. Holzkiste. So. Ja. Oder für die Kinder von Grahams. Wer weiß. Aber hier wird man nicht rinkommen, so wie das aussieht. Mal kicken. Drehen wir mal hier so eine Runde rum. Mal kicken, ob wir hier irgendwie rinkommen. Ja. Totale Baustelle hier. Ach du Schreck. Fände ich jetzt aber seltsam, wenn man hier nicht rinkommt, wenn man hier schon einen Ort entdeckt. Muss ich da irgendwas geben? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Ah, das sieht ein bisschen anders aus. Aber, nö. Wie, jetzt hat es hier schlagartig aufgehört zu regnen? Strahlender Sonnenschein? Das ist ja ein komisches Wetter hier. Workers United Against Automation. Arbeiter vereint euch gegen die Automatisierung. Ja, das war ein großes Thema hier in Appalachia. Hier gewesen, die zunehmende Automatisierung. Nee, irgendwie kommt man hier in eine Stuhl drin. Ja, seltsam. Ja, hätte man sich doch die Klemmen können, aus dem Ort zu machen. Na gut. Ah, wenn man diesen Ort entdeckt, weiß man wenigstens ein bisschen Bescheid, wo man sich herumtreibt. Gut, weiter mal da hinten. Ist denn das wieder Louisburg? Kann ich gerade nicht so hier zuordnen. Ja, das ist Louisburg. Daneben ist noch eine Mine. Der Big Bend Tunnel West. Ah ja, den hat man glaube ich mal bei der Queste aus dem Automaten, also bei der Minenschutzkarte gefunden. Entdeckt. Gut, dann machen wir mal mit dem LKW da weiter, also nach Westen. Genau, jetzt da lang. Sollen sie ja Richtung Welsh aufmachen. Da sollen wir ja auch wegen der Aufseherin hin, das ist ja so quasi der andere Teil der Hauptquest. Und bei Rose geht es dann irgendwann weiter, wenn wir hier in Ashheap durch sind. So ist jetzt der Plan, den ich mir gefasst habe. Da steht doch offensichtlich der LKW schon. Der leuchtet ja richtig schön gelb. Ist hier in knallig bunten Farben. Rote und gelbe. Oh, jetzt sieht es aber übel aus. Dann gleich mal noch irgendeinen Lagerschuppen. Gut. Oh, das war die Sache mit den herrschaftlichen Anwesen. Jetzt wird es ein bisschen rauer. Jetzt kommen wir ins Minigebiet. Weil dass die so dicht hier dran ihre Anwesen gebaut haben. Also im Wald drüben ist doch echt schöner. Und so weit ist es nun hoch nicht. Oh, was hat es hier eben? Ein Vulkanausbruch oder ein Bergrutsch, würde ich sagen. Ja, da muss der ganze Berg abgerutscht sein. Und hier die Häuser unter sich begraben haben, zum Teil jeweils. Schauen wir mal. Das ist hier eine Motorradwerkstatt offensichtlich. Gut. Was haben wir hier so? Ja, eindeutig, drei Motorräder. Was ist das? Eine Sprengkapselbox. Okay. Gut. Noch eine leere Metallkiste. Was haben wir hier noch? Metallbeutel, ich nehme. Ja, unspannend, noch nicht mal einen Ort entdeckt. Noch Metallbottich,
Gut. Ui. Blendet. Hier war noch ein zweites Häuschen. Fehlt auch schon wieder alles. Oder schon alt kaputt hier. Klebeband und unsere Schrauben, sehr schön. Haben wir hier eine Laterne, eine Spitzhacke, ein Bergarbeit, Bergbauhelm, ja, keine Bergbaumütze. Zeig doch. So müsste das Ding richtig heißen. Haben ein paar Schrauben. Genau, Schrauben sind gut. Ihre Farbdose. Ölkanister, Schraubenschlüssel, Wunderkleber, ein Bohrer. Nehmen wir mal alles mit hier. Zollstock. So, bitte jetzt noch die Werkbank hier in die Nähe stellen. Dann bin ich zufrieden. Ja, auch da ist noch eine Kiste. Kronkorken, Schraubenschlüssel, Skalpell, hervorragend. Wir ein bisschen sammeln, ganz schön viel für die ganzen Schnellreisen in der Vergangenheit für die ausheben. Und so für eine andere ohne. Was haben wir da? Auch ein paar wilde Gule, ist ja süß. Ist süß, ja. Jetzt fühle ich mich ein bisschen veralbert. Ah, scheint ein paar mehr zu sein. Da drüben sind ohne welche. Mist. Die sind aber sehr harmlos hier. Die haben nie noch nicht mal Notiz von uns, habe ich das Gefühl. Bis die hier mal angekommen sind, ist die Sache überlaufen, würde ich sagen. Nö, nicht ganz. Gut. Oh. Waffen sollte man nachladen. Das ist ein guter Tipp. So wird das Überlebenstipp 1: Waffen nachladen. Wenn man Zeit hat. Und wenn man zwei Kugeln verschossen hat. So. Die sind hier wohl durchs Feuer gelaufen. Ich habe das schon brennen sehen. Wenn wir uns mal dem da nicht unbedingt nähern. So. Werdex verdünnt, jut. Ja, wilde Gegend hier. Ja, gibt es wohl unterirdische Feuer, unterirdische Minenfeuer. Sonst würde das hier wahrscheinlich so nicht aussehen. Gut. Machen wir hier mal die Rundtour. Da mal da drüben. Keine Ahnung. Irgendwas rotet. Ah ja, jetzt ist ein bisschen besser zu sehen. Scheint ein großer Satellitenschüssel oben drauf zu sein. Dann gehen wir erstmal dahin. Mal sehen, was wir da jetzt finden. So. Mal dafür mal erstmal ein Cool. Verlassener Minenschacht Nummer 2. Okay. Und cool. So. Ah. Pistole ist noch adäquat genug hier für die offensichtlich. Spiel eine Sprengkapselbox. Oh. Ups. So. Der Ohr erledigt. Und noch ein Streuner. Bitte doch. Oh. Die werden kranker. Bleib mir weg. Erstmal nachladen hier. Noch nicht krank geworden. Ich hoffe, das schafft jetzt nicht noch mit dem letzten Schlag. Ja, mit dem letzten Schlag. Ich fasse es nicht. Ich sag's noch. Na gut. Vielleicht hat der Perk ja schon mal ein bisschen wenigstens geholfen, den wir uns geholt haben. Ja, langsam schwierig ja jetzt mit mir den für den Waffen für den Abrissexperten holen und auch noch den, dass wir hier weniger kranken. Ja, gut. Mal gucken, wie wir das machen, was wir zuerst machen. Müssen wir erstmal gucken, wie überhaupt in welche Kategorie der Abrissexperte fällt. Also sprich, welcher Stats der unterliegt, welchem Special. Schießpulver, Schraubenschlüssel, Skalpell, das nehmen wir mit. 308er Patronen, herzlichen Dank. Atomer waren jetzt eigentlich nie so gut, die sollte ich eigentlich wegmachen. Schlammbohnensuppe, okay. Mal hier noch nichts weiter. Ich hätte eine Werkbank gerne, halt gerade angefordert. Oh, hier ist noch nach oben. Okay, immer ein kleinen. Ja, stimmt, das hatten wir vorhin gesehen, haben wir so ein hochgelegtes Büro sozusagen. Oh. Overdrive. Also noch ein Waffenmod offensichtlich? Nee. Oh. Eine T51 Helmlappe in lila. Dann haben wir aber leider eine T45. Na gut, wir werden ja irgendwann mal eine T51 wahrscheinlich haben. Guck, wir hatten schon welche eingepackt. Moment, die tragen wir doch immer noch mit uns rum. War doch eine T51B, ja, aber da haben wir nur linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein, aber kein Helm. Na gut, egal. Haben wir jetzt auch noch einen Mod dafür. Na super. Ah ne, war der Bauplan oder war das ein Mod? War Mod. So, weil die ganzen Krempel hier, wie es man ja mal so halt mitnimmt.
Gut, haben sie Wunder, Kleber und Schaum sehr mit. Aber die haben wir da mal da noch eine Kampfflinte, genau. Kampfflinte mag ich nicht, kann da bleiben. Eine Sprengstoffkiste, ja, vielleicht haben wir noch ein paar ein bisschen Glück und kriegen wir ein paar Splittergranaten oder auch wie meine auch andere Granaten. Aber Splittergranaten sind auch in Ordnung, genau. Aber die kann man unaufmachen. Nee, die ist da bloß Deko da unten. Gut. Uiuiui. So, noch ein Fusionskern, hier Strahls und eine Lötlampe. Ja, das scheint ein Reaktor zu sein. Irgendwie was kann man nicht so genau erkennen. Muss ich mir jetzt auch nicht so genau angucken, wenn das hier so strahlt. Gut. Aber entdeckt hatten wir jetzt hier nichts, ne? Ach so, doch. Moment, hatten wir einen Dash. Das war der verlassene Minenschacht. Ich habe jetzt aber keinen Eingang in eine Mine gesehen. Ah, gut. Dann können wir von hier unten nochmal einen Blick drin werfen. Da möchte man definitiv nicht baden gehen. Und das sieht eher aus wie ein Reaktor als der Zugang zu dem Minenschacht. Na gut. Da oben steht ohne eine Hütte. Wo jetzt denn da? In welche Richtung? Ist das jetzt irgendwie so halbwegs unsere Richtung? Nee, nicht wirklich. Na gut, dann sollten wir das mitnehmen. Nicht, dass wir da das nicht gesehen haben. Wenn ich das hier schon entdecke, dann nehmen wir das auch mit. Vielleicht können wir uns da mal ein bisschen ausruhen oder so. Gut, hier musste die Strate richtig durch den Bergrutsch vernichtet haben. Schön abgerutscht. Die Schranke hängt ja schon in der Luft. Hier glüht die Erde rot. Muss ein Kohlefeuer unterirdisch sein. So. Da haben wir einen Schuppen, da haben wir ein Haus. Nehmen wir erstmal ins Haus. Decken wir mal. Fahren auf hin. Da finden wir ein paar Hirnpilze erstmal. Ein paar hier und ein paar hier drüben. Ja, wieder Hundputzsuppe machen. Sehr schön. In den Keller kommt man offensichtlich nicht. Und nach oben, die Treppe ist noch in Ordnung. Dann gehen wir da hin. Aber ist hier nicht wirklich was los. Wenn ich mal. Na, ein paar Blendteils wenigstens. Gut. Und die machen es halt einfach. Wir können hier wieder runter. Schön. Bei dem ergebnislosen oder. Naja. Nicht gerade ertragreicher, nach der nicht ertragreichen Beute hier. Ein Post Office, also die Post hier. Sind das hier hinten noch ein kleiner Verschlag hinten dran, okay. Boah, ohne gerade Toilette. Oh, keine Mühe hier mir mal einrichten. Eine Glühbirne, Schraubenschlüssel, gut. Trotzdem. Na, hier. Ach nee, ist eine Bank. Nee, dachte, das wäre eine Metallkiste. Gut, also nochmal. Hier rüber. Und dann gehe ich mal da drüben noch hin. Ah, weil das Postbüro hier gefunden wird. Was ist denn das da? Das ist ja ganz schlecht zu erkennen. Gut, da kicken wir auch noch gleich mal hin. Aber erstmal werfen wir hier mit drin. So, auf damit. Erstmal das Radio aus hier. Das ist viel zu fröhliche Musik. Das geht ja nicht. So einer trostlosen Gegend. Kronkorkenschrauben zur Schere. So schön. Kinders, wo ist die Werkbank? Die Zeit nach der letzten Werkbank ist schon wieder viel zu lange her. Komm, die Schraubenschlüssel. Gut, was war hier noch drin? Hier oben nichts. Hier im Schrank ist auch nichts. Na gut. Hier geht's auch nochmal raus. Oh, hier führt es offensichtlich in ihn doch etwas. Aha. Oh, wir haben wohl 63 entdeckt. Aha. Na, das ist ja mal interessant. Na, das ist ja weit. Ich hätte ja keine zweite Vult vermutet. Ich glaube auch, das ist keine richtige Vult, oder? Ist das hier? Oh doch, da ist der richtige Zugang. Na, hervorragend. Na, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, wir hätten hier mit Vult 76 die einzige Vult in Appalachia. Na gut, hat mich irrt. Aber hätte ich ja nie gerechnet. Was war das? ID-Kartenleser. Aha, hierfür ist die korrekte ID-Karte erforderlich. Nix da, hier kommen wir nicht rein. Wie das aussieht. Vielleicht finden wir hier ja irgendwas Interessantes. Kronkorkenschmutz, das Kissen. Ich glaube auch nicht, dass die hier vorrum liegt. Das wäre ja wohl ein bisschen zu einfach. Na gut. Gucken wir uns mal hier drüben noch ein bisschen um. Frostschutzmittel, Aluminiumkanister, Ölkanister. Noch eine Holzkiste. Anfahren eines Airdrops. Na gut. Immer mit. Kostet der nichts, wiegt nichts.
Ja, stehen wir hier vor verschlossener Tür bei Volt 63. Mal anklopfen. Bin ja mal gespannt, ob die Volt überhaupt fertiggestellt ist. Also der Eingang sieht nicht so aus, als wären die damit fertig geworden. Interessant. Hatte ich wohl noch nicht davon gehört, dass es hier nicht eben so eine zweite. Gut, jetzt kommen wir wieder raus. Ah, gut. Hübsche Beleuchtung, aber wenigstens. Gut, raus hier. So. Staunen, dass der Eingang so versteckt lag hier. Hinter diesem Verschlag. Ja, wer weiß, hat Volt 63 für eine Geschichte hat. Jeder Volt hat ja ihre eigene Geschichte. Oder ihren eigenen Zweck. So, was haben wir hier noch? Sprengstoffkapseln. Farbdosen. Eine Plasmamine. Und mit das Glamour-Holzlöffel. Gut, bin ich gespannt. Ich denke, das Ding war nicht fertiggestellt. Aber ganz schön versteckt hier angebaut. Na, dann wartet doch gut, dass wir hier oben lang sind. Oh, eine Goldader, offensichtlich. Genau. Aber wir brauchen ja schwarze Titanerz. So, hier oben hat man doch noch irgendwas gesehen. Also ich sehe hier erstmal wie herzlich wenig dank der Sonne. Meine Güte. Hier ist noch ein offensichtlich, das ist so ein amerikanischer Hoppercar. Also sprich ein Schüttgutwagen. Hier muss irgendwo eine Bahnstrecke sein. Klicken wir mal kurz auf die Karte. Hier ist keine Bahnstrecke eingezeichnet. Ne? Kein Wunder, ist weggebrochen. Jo, aber das sind definitiv mehrere Eisenbahnwaggons. Aha. Gut. Kicken wir mal, ob wir da oben, von da oben mehr sehen. Vielleicht mal nicht gegen das Licht, sondern mit dem Licht, dann ist es vielleicht besser. So, weil aber hier, was baut sich hier gerade auf? Ne, Aussichtsplattform, ne, so ein, weiß ich nicht, Geländer. Och, und hier wächst ein Rhododendron oben drauf. Oh, oh, nicht hier festhaken, das wäre nicht gut. Aha. Ja, hier sind ein paar Treffen. Hornby Testgelände 03. Aha, aha, aha. Interessant. Ja, oder gut, dass wir oben noch angeklickt haben. Nicht auf der Karte eingezeichnet gewesen. Und wir entdecken noch was. Was haben die denn hier gemacht? Was haben sie denn hier getestet? So, mal gucken, ob man hier hochkommt. Ja, kommt mal. Sehr schön. Das ist aber unspannend. Noch mal ein Hocker. Toll. Haben die hier Sitzproben gemacht oder was? Da ist noch ein Bunker. Ja, wie ist es? Ist der. Vielleicht ist da ja irgendwas, was das. Gibt es hier irgendwo noch einen Eingang irgendwo hin, vielleicht? Nee, das ist ja nicht zu sehen in der Richtung. Schraubenzieher. So viel Schrauben, Schlosserhammer. Schmutziges Wasser. Gegen Fusionskern in dem Reaktor oder was auch immer das ist. Ja, hier. Nee, Achtung, diese Maschine hat kein Gehirn. Benutzt ein eigenes. Gut. Das ist auch besser so. Das eigene Hirn einzusetzen ist eine der besten Sachen, die man machen kann. Gut. Muss ja nicht andere für sich denken lassen. So. Ja. Achtung, Gefahr. Gefährliches Material. Gut. Wir haben wahrscheinlich auch noch so Giftfässer. Das sieht sehr stark danach aus. Was haben die hier gemacht? Also, ich bin ja von der Beleuchtung gerade überhaupt nicht begeistert. Kann ich anders erkennen hier. Meine Güte, völlig überstrahlt. Haben wir hier ein paar Baumpilze? Fäule sammeln. Wie sie mit Fäule haben möchte. Fäule hinzugefügt, na, ist ja toll. Die haben ja tolle Sachen. Kann ich denn über Baumpilz ranschreiben? Ja, was haben die denn hier mit dem Testgelände gemacht? Das ist nicht rauszukriegen. So richtig erschließt sich mir das nicht. So, wir haben noch mehr Fäule. So, wo sind. So. Gucken wir mal, wo wir hier sind. Ja, wohl 63 tatsächlich. Und dieser Marker. Jetzt wird man halt auch so wieder zu. Volt 76 kann man ja ohne Kosten reisen. Kann man hier? Nee, hier muss man einen Kronkorken bezahlen. Schade. Na, das war das müssen wir jetzt. Gut. Weiter nach Westen, würde ich sagen. Ja. Westen. Ins Licht. Hat wenn hier diese Sonnenbrille jetzt eine echte wäre, jetzt hier mal ganz gut. Meine Güte. Ja, wenig zu sehen jetzt hier. Ganz schön neblig, ganz schön verstrahlt die ganze Ecke hier. Oh mein Gott. Noch mehr Fäule. Wer weiß, was man damit anstellen kann. Probieren wir nochmal aus, wenn wir eine Kochstation finden. Kann garantiert eine Suppe draus kochen oder so. Ich weiß ja nicht, ob ich so eine faule Suppe oder eine faule Suppe haben möchte. So. Gut. Man merkt aber eindeutig, dass hier eine ganz andere Zone ist. Oh Mann. Aber gut. Finde ich jetzt aber so auf den ersten Eindruck her, naja,
Erster Eindruck ist wahrscheinlich nicht mehr wahr. Wie lange rennen wir jetzt hier schon rum? 2-3 Stunden mindestens. Gut, finde ich nie so doll. Ist ja ganz schön trostlose Ecke hier. Metallguss spotte ich offensichtlich. Aber voll lebt's ja hier an allen Ecken und Enden. Also, an jedem Baum hängt hier so ein Ding. So, sind wir überhaupt noch richtig unterwegs? Ne, ich gucke wieder nach Norden, ich muss aber nach Westen. So, muss in die Richtung sein. Mal da, ein Schornstein? Muss ein Schornstein sein. Also, optisch ansprechend ist was anderes. Vor allem, oh, da haben wir ein paar Ghule. Die erstmal kurz hier weghauen. Ja, der Ghulbirscher, die sind ganz langsam unterwegs, die Jungs. Und noch ein wilder Ghulbirscher. Na? Jetzt kommt er. Oh! Zwei davon, drei. So. Gegen so haben die nicht nutzt, sich hier anzuschleichen. Wenn ja, wir mehr waren, war nicht eingeplant. Oh, wir sind überladen. Das ist nicht, ich suche hier schon die ganze Ewigkeit eine Werkbank. Das ist so nicht, genau. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Meine Güte. Ja, wir sollten irgendwie. Oh, wir haben die ja nicht angemacht. Moment, ich muss ja ganz kurz mal hier die Quest. Sammelt die abgeworfene Vorräte. Danach haben wir hier schon wieder einen Hilfsabruf in der Nähe. Ich will erstmal diese Schichten hier von den, von der Aufseherin anmachen. Muss ja alle in die Richtung sein hier. Genau. Oh, Moment mal, was sind denn da? Ach, da hinten. Nee, die abgeworfenen Vorräte sammeln wir jetzt bestimmt nicht ein. Da sind wir jetzt in der Nähe des nächsten Eintrags der Aufseherin. Na, das finde ich gut. Jetzt können wir nicht rennen, das finde ich nicht gut. Jetzt müssen wir gleich mal irgendwas loswerden. Erstmal machen wir hier den die Kupferadern. Ich hätte aber die schwarze Titan im Übrigen. Aber das wissen wir ja. Mal gespannt, wann wir das finden oder wo wir das überhaupt finden. Muss mir mal die ganzen anderen Videos angucken, wo wir das gefunden haben. Vielleicht war das ja auch die Belohnung bei Hornwald Industrial damals. Ach so, wir haben BT-Teile dabei. Oh, oh. Na gut, kein Wunder, dass wir überladen sind. Oh, was haben wir denn hier noch alles? Die Pistole kommt auf jeden Fall weg. Die Rohrzange kommt weg. Nee, die kommt weg. Die kommt nicht angelegt. Der Bohrer kommt auch weg. So. Haben wir noch irgendwas, was wir hier wegwerfen können, was ein bisschen schwerer ist, was wir nie brauchen? Schrott und dann mal nach Gewicht sortieren hier. So. Was wiegt denn hier Fülle? Benzinkanister. Das ist mir unrecht, wenn da Stahl drin ist. Öl, Säure, Plastik. Das ist nicht ganz so wichtig. Obwohl, wir wiegen nur einen halben. Und wir sind nicht mehr überladen. Das ist gut. Dann machen wir da einfach weiter. So, erstmal die Pistole wieder rausholen. Kommen wir hier ganz in Ruhe weiter. Oh, wir müssen AMS-Zylinder. Meine Güte. Gut, dann trinken wir jetzt mal ganz kurz was und essen was. So. Mal gucken. Da. So, erstmal abgekochtes Wasser. Na, noch eins oben drauf. So ist besser. Fancy Latzkuchen, Fleisch und Bohnen. Das ist gut. Und was haben wir noch? Was macht ein Fäuli hier eigentlich? Was nach Krankenschein kann ein bisschen was essen. Gut, dann kann man das sicherlich auch zu was anderem verarbeiten. Haben wir vielleicht noch eine Hundefutter. So, dann sieht der Däumchen wieder ganz gut aus. Und wir haben das AMS-Testgelände entdeckt. Gut. Mal gucken, ob das genauso spannend ist wie das von Hornwald drüben. Zumindest ein bisschen größer. Sieht ein bisschen mehr nach dem Test. Da ist eine Kakerlake irgendwo. Wo ist die jetzt? Da ist er. Die hat einen Schlag überlebt. Bin entsetzt. Noch eine? Körner was? Ne, nichts. Gut. Holzkiste, Schleischrott. Doch, hier ist noch irgendwas. Messinggrubenlampe. Ein Safe. Gut, machen wir den Safe noch auf hier. Und da summt irgendwas im Hintergrund. Also wieder irgendwelche Stechflügler, Blutkäfer. Schauen wir da. Mal gucken. Aber erstmal gucken wir, was wir im Safe haben. Mentals, Psycho. Und eine verstärkte Lederrüstung. Ach Gottchen. Naja. Nicht unbedingt das, was wir brauchen. Oh, jetzt sind wir eh überladen. Nehmen wir mit. So wie jetzt gibt es hier keine. Ach nee, wir waren ja nicht überladen. Naja. Aber wir brauchen trotzdem eine Werkbank. Ihr müsst doch hier auf dem Testgelände irgendeine Werkbank haben. Oh, hier ist ein toter Ghoul, den wir nicht gemacht haben. Kommt man in den hier drin, in den Wohnwagen? Ja.
Das war wahrscheinlich das Ding vom Chef, vom Aufseher, vom Vorarbeiter. Ja, hier wächst mittlerweile schon ein Baum drin, okay. Sicherung gesprungene Schale und noch ein Wecker. Gut, dann nehmen wir alles mit. Da drüben war ja schließlich irgendwie so eine Art Hangar, Schuppen, irgendwas in der Richtung. Vielleicht ist da auch eine Werkbank drin. Da setzt die Geist was auf. Auf jeden Fall haben wir hier. Ah, ach, das ist Wasser hier oben. Auf jeden Fall haben wir hier radioaktive Fässer, so wie das aussieht. Alles sind wieder. Ein kranker Blutgeber. Und da ist auch eine Werkbank, hervorragend. Großer Mehrzweckkoffer. Hier haben wir alle Werkbänke, so wie das aussieht. Hier strahlt's. Gut, dann können wir jetzt in Ruhe alles einsammeln. Oh! Zwei Power-Rüstungsstationen. Wenn man hier mal zu einem anderen Zeitpunkt herkommen sollte, mal gucken, ob hier welche stehen. Das wäre natürlich interessant. Transcription. Teststart 11. Na, das lesen wir mal schnell. Oh je, was steht denn hier alles? Also eine Transcription, also ein Mitschnitt oder eine Aufzeichnung von der Unterhaltung. Kontrolle. Also gut, Leute, legen wir los. Sperrung, seid ihr bereit? Sind bereit. Respond. Seid ihr bereit? Sind bereit. Bergung. Seid ihr bereit? Sind bereit. Alle sind bereit. Sprengung. Startet den Countdown. Der Standort ist jetzt auf Rot. Zündung in 5, 4, 3, 2, 1. System. Explosion registriert. Kontrolle. Response. Wie sieht es bei euch aus? Alles im grünen Bereich. Keine Einschussgefahr registriert. Kontrolle. Gute Neuigkeiten. Bergung. Was habt ihr für uns? Bergung? Jetzt sagt doch was. Unsere Jobs stehen hier auf dem Spiel. Es sieht nicht gut aus. Ultrazit, Judy? Ja oder nein? Negativ, kein Ultrazit. Kein Ultrazit entdeckt. Kontrolle, verdammte Scheiße. Also gut, Leute. Das ist das Ende vom Lied. Schreibt eure Berichte und heute Abend köpfen wir zur Trauer den Champagner. Du meinst den Whisky? Natürlich meine ich den Whisky, sobald alle Berichte da sind. Was soll ich sagen? Es war schön, mit euch allen zu arbeiten. Na gut. Also, die haben ja offensichtlich aufgeschrieben, was sie gemacht haben. Gut. Oder wurde aufgeschrieben, wahrscheinlich eher. Moment, was ist das? Achso, Radkakerlake. Komm her. Kann die mit ihnen Schlachtflügeln fallen? Das ist ja für mich hier etwas. Gut. Erstmal den Schrott hier verwerten. So. Was haben wir noch? So, im Hintergrund läuft ein bisschen Musik. Das finde ich ja interessant. West Virginia Country Roads. Okay. Die verstärkten Metallrüstungen hier weg. So, ist gut. Und dann. Ach ne, da war noch die Pistole, ach ne, die wollte ich aufheben. So, gut, haben wir das. So, gehen wir mal hier wieder raus und kicken uns mal weiter um. Müssten wir hier uns in der Nähe Dinner-Teller. Gut, brauchen wir nicht. Gut, so viel zu dem Testgelände hier. Da drüben ist noch eine Halle. Oh, ein kranker Steckflügel Sauser. So, tot. Warum war der so angeschlagen? Das war ich nicht. Kronkorken, Radix verdünnt, Stechfieberfleisch und Schießpulver. Gut, Hammer. Nee, wo kommt man hier hin? Wo ist die Türe? Da ist die Türe. Gut, noch so ein Verschlag hier. Sind wir auch wieder weit von überladen entfernt, glaube ich? Ja, naja, nee, nur 10 Pfund haben wir Luft. Gut, hier ist unser Schweiter. Verstrahlter, verbrannter, verstrahlter. So. Aufseher, Logbuch, Tagebuch in Welsch. 5 Meter in die Richtung sozusagen. Naja, also 5 Meter sind das nicht. Da liegt ja noch was dazwischen. Was ist denn das denn noch? Das ist nochmal Minenschacht irgendwas. Mal gucken. Und was ist das denn da hinten? Oh, das haben wir schon mal von unten hier gesehen, glaube ich, aber bei Belching Betty waren. Oh, das muss ein Riesen. Oh, das muss ein Riesenausgräber sein. So eine Tagebaumine. Na. Gut, machen wir weiter. Ja, hier gibt es auch offensichtlich hier mal ein Event da hinten. Was haben wir da für ein Event? Event stürmen und säubern. Ah, klingt interessant. Nur ja, kommen wir hoffentlich auch dazu. Hoffentlich klappt das hier ein bisschen besser mit den Events als drüben bei Grafton in Toxic Valley. Das war ja irgendwie, das verliegen sie ja nicht aus. Also, ich weiß nicht. Fand das auch lustig, als wir da fertig waren, dass in Grafton dann plötzlich das Monster von Grafton. Ja, beim Graften-Tag mal von den Mutanten erledigt wurde. Ja, aber meine Questbelohnung bekommen, ihr habt damals, war gut. Das heißt, damals ist 3, 4 Tage her oder so. Gut. Da unten haben wir.
Oh, noch ein Minenschacht, so wie es aussieht. Noch eine Vault. Oder tatsächlich mal eine Mine. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir ein paar Ghule. Verbrannte und Ghule, die sich nie wieder nicht mögen. Ah, den Jungs heizen wir mal von hier oben aus ein. So, sehr schön. Oh, hier geht's doch. Und wir haben den Fall des Minenschacht 1 entdeckt. Zwei hatten wir ja schon. 23er verbrannter Fanatiker. Oh, die haben jetzt wohl ein C geschossen. Na, der geht doch, gut hier. Also, bin immer noch sehr, sehr begeistert von dem Schadschutzgewehr. Mal kicken, wie lange das hier Bestand hat und wann wir dann das nächste Upgrade kriegen. So, wo waren die anderen gestorben? Naja, ja. Schrotpatronen, die sind wieder Schrotpatronen dabei. Ja gut, halt immerhin ein bisschen Bleischrott dabei, das finde ich gut. Oh, jetzt in den Schacht runter. Interessanter Eingang, gut. Sehr, sehr schön, kicken wir mal hier rein. Hopp. Und Messingrumlande, Chirurgenskalpel, bisschen Metall. Kopf haben wir gleich in der Werkbank. Das ist wirklich, also dauerhaft braucht man die Dinger. Weil der Dinger können wir immer den Kämpfer setzen. Brauchen wir ja da oben nicht mehr. Das müsste da immer noch da oben in der Pampa stehen. Also Toxic Break, meine ich. Nicht Pampa. So, kicken wir mal hier noch rein kurz. Gut, also das wird dann jetzt auch das letzte sein für heute. Ah, aber noch eine Waffenwerkbank. Gut, ich kicke mich noch kurz zu Ende um und dann unten Fusionskanal hervor. Und das ist doch ein super schöner Abschluss für die Folge. Ja, also, ich sag schon mal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's fein. Ciao, ciao und bis bald. Hier geht's beim nächsten Mal weiter.